Ich brauche eure Demokratie nicht. Mir ist alles fremd, was sie als westliche Werte bezeichnet. Ich habe andere Interessen. Ich bitte euch höflich ein letztes Mal. Provoziert nicht. Der russische Generalstabschef sagt ganz offen, die Kriege werden heutzutage nicht mehr mit militärischen Waffen geführt, sondern auch mit anderen, mit Informationen. Mit dem Schüren von Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Immer mehr kommt ans Tageslicht. Flüchtlinge in Deutschland vergewaltigen Kinder. 3 Nächte habe ich nicht geschlafen. Meine Tochter ist 14. Es reicht ja manchmal die Destabilisierung und damit die Verunsicherung. Und gegenüber einem verunsicherten Land hat man eher Chancen, seine eigenen Interessen durchzubringen. Unsere Banker, unsere Politiker brauchen diesen Krieg. Die NATO tut nicht umsonst alles, damit dieser Krieg passiert. Hier geht es nicht um journalistischen Ethos, hier geht es um Manipulation. Das ist eine Sicherheitsstrategie, keine Medienstrategie. Das sind Sicherheitsleute, die dahinter stecken. Putin führt Krieg in Deutschland. Das schreibt Boris Reitschuster in seinem neuen Buch. Russland kämpfe bei uns verdeckt, mit Worten, nicht mit Waffen. Auch ein Informationskrieg ist ein Krieg. Auch ein Propagandakrieg ist ein Krieg. Und da denke ich, da sind wir im Moment immer noch sehr naiv. Pegida, Frontmann Lutz Bachmann, Inhaber einer PR-Agentur. Hier trägt er Putin auf dem Leib. In der Menge russische Fahnen und der Slogan Putin nach Berlin, Merkel nach Sibirien. Das russische Fernsehen überträgt live. Wenn Sie bei einer Demonstration jemanden haben, wenn Sie 5 Leute haben, die eine russische Fahne nach oben halten und Merkel geht weg, dann haben Sie den Eindruck, ach, schaut her, so ist die Stimmung dort. Und damit spielt Putin, damit spielt diese russische Propaganda in meinen Augen virtuos. AfD-Politiker wie Björn Höcke sind Dauergäste in russischen Medien. Ganz besonders freue ich mich natürlich, das russische Staatsfernsehen begrüßen zu dürfen. Wo sind denn die Freunde vom russischen Staatsfernsehen? Können Sie mal die Hand hochheben? Ganz hinten. Hallo? Diese Vernetzung mit Pegida, diese Kontakte, die man mit der AfD pflegt, zeigen, dass man eben genau mit diesen Gruppen kooperieren möchte und verstärkt auch kooperiert, die Merkel schwächen und die dieses System hier schwächen, auch diese Politik hier schwächen. Beispiel der Fall Lisa. Ein russischstämmiges Mädchen sei von Flüchtlingen vergewaltigt worden, so russische Medien. Ein Skandal, denn die Polizei mache nichts. Die Polizei deckt die Verbrecher, hat die kleine Lisa unter Druck gesetzt. Verschwörungstheorien, Fakten falsch darzustellen und den Gegner zu verunsichern, zu zersetzen. Und da wären wir dann letztlich wieder bei einer sowjetischen Strategie. Nach den Fernsehbeiträgen gehen tausende Russlanddeutsche auf die Straße. Die Demonstrationen wirken seltsam gleichförmig. Dieselben Plakate und Slogans, kein Zufall, so Reitschuster. Für mich ein völliges Déjà-vu. In 16 Jahren Russland habe ich ein Gespür dafür entwickelt, was eine gesteuerte, inszenierte, organisierte Demonstration ist. Und ich hätte mir nie denken lassen, dass ich das plötzlich hier in Berlin vor dem Kanzleramt erlebe. Schließlich äußert sich gar der russische Außenminister, versucht die deutsche Regierung unter Druck zu setzen. Dabei entpuppt sich der Fernsehbericht als weitgehend falsch. Stefan Meister von der regierungsnahen Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik hält die gegenwärtige Propaganda für schärfer als im Kalten Krieg. Beispiele dafür findet man im Newsletter einer eigens gegründeten EU-Taskforce. Wir hatten bestimmte rote Linien, wir hatten bestimmte Mechanismen. Es gab Dinge, die hat der Westen und haben die Sowjetunion eben nicht getan. Diese Zeit gibt es nicht mehr. Wir leben in einer Zeit der totalen Unberechenbarkeit, der hybriden Kriegsführung. SNA Radio. Keiner sagt mehr. Mit hybridem Krieg will man bei Sputnik, einem Internet- und Radioangebot des staatlichen Medienkonzerns Rossiya Sewodnya, nichts zu tun haben. Hier in Berlin arbeiten unter russischer Führung deutsche Journalisten. Ihr Chefredakteur spricht von einer Alternative zum Mainstream. Der Begriff Medien- oder Propagandakrieg ist doch völlig veraltet. Das funktioniert heute nicht mehr. Wir brauchen da überhaupt nicht von einem Krieg zu sprechen, sondern vielmehr von einer Informationsauseinandersetzung. Wir wollen keinen Krieg, mit niemandem. Wir sind offen. Es gibt eben eine große Nachfrage nach unseren Informationen. Auch hier immer wieder Nachrichten über deutsche Putin-Sympathien. Man verlinkt zur Pegida-Übertragung der russischen Fernsehkollegen, die Kommentare vorwiegend zustimmend. Es wäre wunderbar, wenn Präsident Putin Europa regieren würde.
Ein weiterer Link geht zum obskuren Anonymous-Kollektiv. Dort wird gegen Amerika und Israel gehetzt, für Russland Stimmung gemacht. Der Hamburger Friedensforscher Hans-Georg Erhardt beobachtet das Anwachsen des Kampfes um die Öffentlichkeit, aber nicht nur auf russischer Seite. Die Amerikaner unterscheiden zwischen weißer, grauer und schwarzer Propaganda. Ja, die weiße Propaganda ist offen, was von den Medien steht und so weiter. Die graue, die ist in der Grauzone und die schwarze ist die Propaganda, wo gar nicht erkennbar ist, dass die von mir kommt, sondern die mache ich über Dritte und Vierte. So sollen bei den farbenen Revolutionen in Osteuropa US-amerikanische NGOs und PR-Agenturen kräftig mitgemischt haben. Und später auf dem Maidan waren immer wieder westliche Politiker präsent und die Berichterstattung lange Zeit einseitig. Eine Erfahrung, die Russland gemacht hat, ist das, was auf dem Maidan passiert ist. Da haben mir Leute aus der Ukraine gesagt, plötzlich war viel zu essen da, plötzlich war Geld da, plötzlich waren westliche Sachen da, die waren vorher nie da. Wer hat das gemacht? Die Zeiten für Propaganda seien ideal, so Reitschuster. Immer mehr Deutsche, die am Staat zweifeln, Eliten, die sich losgelöst haben. Deutschland ist anfällig geworden. Wenn dieser Angriff von Wladimir Putin, wenn der dazu führt, dass wir uns wieder auf unsere Stärken besinnen, dass wir sehen, wir müssen viel ändern, hier läuft etwas falsch, dann müssten wir ihm im Nachhinein eigentlich dankbar sein. Здравствуйте. Die Verteidigung einer kritischen und liberalen Gesellschaft hier bei uns wäre wohl die beste Art der Gegenpropaganda.